mal. Die hat noch Nabelschnur dran. Oh, das sind die mit dem Babyflaut. Oh. Die Sache ist, diese Babys sind keine echten Kinder. Ich glaube, ich bin eher die Jungsmama. Kannst du noch Augen bestellen? Alles ja. Warte, ich habe Augen. Entweder die Leute finden es gruselig oder sie finden es total toll und faszinierend. Ich bin letztens bei Instagram auf eine Community gestoßen, von der ich vorher noch nie etwas gehört habe. Die Reborn Baby Community. Und in dieser Community werden unter dem Hashtag Reborn Babies täglich tausende Fotos und Videos von Babys gepostet. Die Sache ist, diese Babys sind keine echten Kinder, sondern Puppen. Ich habe dann ganz lang recherchiert und Noelle gefunden. Sie ist 19 und hat so ein Reborn Baby. Ich treffe sie jetzt gleich hier in der Nähe von Stuttgart und ich bin total gespannt herauszufinden, warum hat man so eine Puppe? Ach, hallo. Hi. Kommt rein. Und da ist die Babyecke. Da ist der Naris drin. Kann ich mal aufdecken. Wie heißt er? Naris. Also hast du ihm den richtigen Namen gegeben? Ja. Darf ich mal anfassen? Ja, klar. Ich kann ihn dir auch mal geben. Nee, das fühlt sich, total hart an. Aber die Haut ist tatsächlich so weich wie bei einem, also tatsächlich wie so bei einem echten Kind. Hat das denn so kleine Haare? Meins hat keine Haare, das ist ein Klatzi. Aber der Kopf ist schwer. Ja, der Kopf ist schwer, der muss gestützt werden. Wie viel Zeit verbringt ihr beide denn miteinander? 3-4 Tage die Woche, denke ich. Wie, und dann den ganzen Tag, oder? Ja, ich trage ihn dann halt einfach rum. Also das ist so die Zeit, wo ich generell was mit ihm mache. Natürlich nicht so, dass ich ihn jetzt mit aufs Klo nehme oder so. Oder wenn ich weggehe, nehme ich ihn auch nicht immer mit, aber manchmal. Das kommt drauf an. Vielleicht können wir ja gleich mal eine Runde rausgehen. Dann. Ja, klar. Und dann wird er auch umgezogen? Ja. Wolltest du einen Jungen haben? Ja. Also hast du dir das auch ausgesucht? Ja. Und warum? Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin eher die Jungsmama. Ich weiß nicht, es ist einfach so ein Gefühl. Ach, süß. Ja, dann sind wir startklar, oder? Ja. Was ist denn, wenn du mit ihm alleine Auto fährst? Legst du ihn dann einfach auf den Beifahrersitz, oder? Nee, normalerweise kommt er immer in Maxi-Cosi und wird auch wirklich festgemacht, weil eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, dass die Polizei sie angehalten hat, weil ihr Kind nicht angeschnallt war. Und ja. Findest du das denn manchmal irgendwie, also machst du dir da manchmal dann auch so einen Witz draus, dass die halt nicht checken, dass es eigentlich eine Puppe ist? Ja, ich find's eigentlich gut. Ich fühle mich ein bisschen so, als hätte ich halt ein Baby gerade auf dem Arm. Und als müsste ich jetzt gerade so ein bisschen Verantwortung übernehmen in diesem Auto. Ja. Aber eigentlich ist es ja eine Puppe, ne? Kannst du denn verstehen, dass manche Leute das merkwürdig finden? Also, dass das halt kein echtes Kind ist? Ja, kann ich schon verstehen, weil manche halt auch viele haben falsche Vorstellungen davon, weil sie dann denken, die Leute, die Reborns haben, würden sich einbilden, dass es echt wäre oder sowas. Mhm. Oder hätten irgendwie Wahnvorstellungen. Ja, genau. Also, ich kann es schon verstehen, aber. Es gibt ja auch unterschiedliche Gründe, ne, warum man sich so ein Kind zulegt. Was war bei dir der Grund? Bei mir war es halt so, dass ich halt schon relativ früh einen großen Kinderwunsch hatte und der es einfach nicht in mein Leben gepasst hat. Ja. Und deswegen habe ich mich für einen Reborn entschieden. Und hast du denn einen Freund? Ja. Und was sagt der dazu? Ja, der ist da nicht so begeistert von der Geschichte, aber er akzeptiert es, sagen wir es mal so. Und verbringt ihr denn auch dann Zeit zu dritt zusammen? Ja, aber er ignoriert das also. Was, er ignoriert Naris? Ja. Also ich muss zugeben, für mich ist das schon ein bisschen komisch, dass wir irgendwie hier durch die Stadt schieben, aber eigentlich ist da ja gar kein Baby drin. Ja, kann ich schon verstehen. Du hast ja schon so ein bisschen wie so eine Mutterrolle eigentlich dann, ne? Ja, aber ich sehe es trotzdem nicht so ernst, dass ich jetzt sage, ich bin Mutter oder so. Es ist für mich einfach ein Hobby, das mir halt auch echt Spaß macht.
Ich treffe Noelle übrigens noch mal wieder. In 2 Wochen sehen wir uns in Erfurt auf der Puppenmesse. Und morgen schaue ich mir erst mal an, wie diese Puppen überhaupt hergestellt werden. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Atelier von Bianca. Bianca ist Rebornerin und das sind die Frauen, die die Reborn-Babys herstellen. Hi! Wow. Nein. Guck mal. Hier in diesen Kartons sind dann die ganzen Kinderköpfe und Kinderarme drin. Ja. Genau, und dann gibt es dann halt jeweils größere, unterschiedliche, kleine, Mini. Das sieht schon weird aus. Ja. Das würde wahrscheinlich ungefähr so 2.500 bis 3.000 kosten, je nachdem, oder auch mehr, in eBay. Und wie lange sitzt du da dran? Ungefähr 2 Wochen. Weil die Haare, die sind alle einzeln reingestochen. Das ist echt super, super aufwendig. Hast du die denn her, die Haare? Die bestelle ich aus dem Reborn-Baby-Shop sozusagen. Das heißt, da gibt es wirklich einen Shop? Also es gibt tatsächlich einen Shop, da kannst du alles bestellen. Du kannst du da auch Augen bestellen? Alles, ja. Warte, ich habe Augen. Da gibt es dann Augen. Die haben jetzt so typische Baby-Blaufarbe. Sag mal, was sind denn so die meisten Gründe, warum Frauen sich bei dir melden? Also ich denke, bei den meisten ist es einfach, dass sie sich drüber freuen, was zu haben, was irgendwie babyhaft ist. Mhm. Weil ich sag mal, von allen Puppen, die es generell so gibt, sind das wohl diejenigen, die einem echten am nächsten kommen. Manche haben vielleicht eins verloren und sind traurig darüber, kommen damit nicht klar und freuen sich dann, wenn sie eins haben, was halt immer da bleibt. Kannst du verstehen, dass manche das gruselig finden? Entweder die Leute finden es gruselig oder sie finden es total toll und faszinierend. Und ja, also es gibt eigentlich niemanden, den es nicht interessiert. Niemand, der so einfach dran vorbeikommt. Bianca, vielen Dank für den spannenden Einblick. Mach's gut. Tschüss. Ich bin so mega beeindruckt von diesem Job, den sie da macht. Nicht nur, dass das Handarbeit ist, sondern auch, ich finde, Bianca übernimmt fast schon so einen psychologischen Teil, weil sie spricht ja nun mal mit ihren Kunden auch darüber, warum sie so ein Kind haben wollen. Und manche der Gründe, ja, sind echt heftig. Also alles, was ich in den letzten 2 Tagen erlebt habe, muss ich für mich jetzt erstmal sacken lassen. Wir sind hier gerade in Sonneberg angekommen, das ist in der Nähe von Erfurt und hier findet ab heute das internationale Puppenfestival statt. Das heißt, hier trifft sich auch die ganze Reborn Baby Community und ich treffe jetzt hier Noelle wieder. Da ist sie. Hi, wie geht's dir? Da ist ja noch eins. Ja, das habe ich neu. Das ist Aria, ein Vollsilikon-Baby. Du hast noch eins? Ja. Die ist so klein, Wahnsinn. Die ist wirklich mini. Die hat noch Nabelschnur dran. Ja, die kann man aber abmachen, glaube ich, mit einem Magneten müsste die dran sein. Ja. Nicht im Ernst. Guck mal hier. Oh, das sind die mit dem Babyflaum. Wo ist denn der Babyflaum? Hier im Gesicht. Ach, da. Das ist so süß. Hast du das gehört, Noelle? Sie hat 90. Oh, 90 wow. Reborn. Ich habe nur die 2. Können Sie verstehen, dass das manche komisch finden, ja, das Hobby? Also ich habe nicht viele Leute, die da Verständnis dafür haben oder die das schön finden. Ja, ja? Warum machen sie das? Das tut gut. Ja, das ist was fürs Herz. Andere Leute nehmen Teddybär und man erzählt den Kindern dann was. Erzählen Sie denen auch was? Ja, na klar. Ich meckere auch mit denen. Das ist die Saskia, glaube ich. Was ist das? Die Saskia von Bonnie Brown. Boah, ist die klein. Ich habe mir die so groß vorgestellt. Also mir war das vorher nicht bewusst. Das ist ja eine richtige Community hier. Also wir wurden hier gerade 3-mal schon angesprochen, weil man wollte in ihren Kinderwagen reinschauen. Und man kennt sich und sie kennt den Bausatz und so. Also wie heißt sie denn? Hanna. Hanna? Das ist der Bausatz Cookie. Ist das ihr Liebling, den sie heute mitgebracht haben? Ja, weil sie so aussieht wie meine Tochter. Wie ihre Tochter? Ja. Warum haben Sie sich dafür entschieden, sie auszusehen zu lassen wie Ihre Tochter? Weil ich das cool finde. Einfach nur deswegen. Hallo. Ich habe 3 Kinder geboren. Und
dieses Gefühl wieder zu haben. Und vor allen Dingen die Kinder, die gehören einem ja nicht. Was denn für ein Gefühl? So ein, wieder, das wieder zu haben, dieses Gefühl, Mutter zu sein. Mhm. Es ist zwar eine Puppe, ich meine, wir sind ja nicht blöd, ja. Das wissen wir ja. Ja. Aber dieses Gefühl nur. Es gibt einen dieses Gefühl und dieses Gefühl ist wunderschön. Ob man jetzt krank ist oder hat Sorgen oder wie auch immer, dann geht man in das Babyzimmer rein und dann spielst du mit denen wie ein Kind, ja? Und vergisst man dann die Sorgen? Alles. Da hast du auch keine Schmerzen mehr. Brauchst du keine Tabletten, du brauchst keinen Psychologen, nimmst du dein Baby und fertig. Ja, schön auf jeden Fall, dass wir uns hier jetzt nochmal getroffen haben. Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Ja? Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Heimreise. Das wünsche ich dir auch. Also dieses Puppenfestival heute hat mir nochmal gezeigt, Noelle ist alles andere als alleine mit dem Hobby. Es gibt eine riesige Community und ich habe mir am Anfang des Films ja die Frage gestellt, warum man so eine Puppe hat und ich habe mittlerweile eine Antwort darauf. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Also die einen sehen das Reborn einfach als ein Hobby an, wie Noelle zum Beispiel. Für andere ist es was Beruhigendes im Alltag und für wieder andere, die haben tatsächlich vielleicht einen Schicksalsschlag wie eine Fehlgeburt erlitten und kommen durch dieses Reborn einfach besser damit zurecht. Für mich ist das alles immer noch schwer nachzuvollziehen, aber ich bin so eingetaucht in diese Welt, dass ich mittlerweile ja doch Verständnis dafür gefunden habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und noch besser wäre es natürlich, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Und wenn ihr Bock auf weitere spannende Filme habt, dann wären diese beiden Filme vielleicht was für euch. Hier hat Philipp einen jungen Papa getroffen und wollte herausfinden, wie es ist, wenn man ganz jung Vater wird.